Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Pillars of the Earth und wir waren das letzte Mal so ein bisschen hängen geblieben. Wir wussten, wir müssen irgendwas Kaputtes finden, damit Tom Argumente hat für, ja, damit er Arbeit hier findet. Aber wir wussten nicht so richtig wie. Und ich habe aber inzwischen ziemlich schnell gegen das, das Rätsel des Lösens gefunden. Und leider Gottes ist das eher jetzt ein spieltechnisches Problem gewesen. Denn wir müssen hier tatsächlich das, was ich hier ihm eigentlich nicht sagen wollte, sie wollen dich nicht haben, das müssen wir ihm sagen und dann ergibt sich das. Wir werden das gleich sehen. Sie wollen dich nicht haben, oder? Ach, nur weil die Arbeit einem nicht in den Schoß fällt, heißt das nicht, dass es keine gibt. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Sag deiner Mutter, sie soll sich noch gedulden. Wonach suchst du? Nach etwas, das den Grafen überzeugen könnte, mich anzustellen. Es könnte etwas Kleines sein, wie ausgewaschener Mörtel oder eine lockere Säule. Manchmal braucht man erst ein Problem, wenn man schon die Lösung hat. Okay, da haben wir es jetzt. Also, Tom braucht Arbeit, ich muss Ausschau halten, ob man hier etwas reparieren kann. Und erst jetzt haben wir das quasi offiziell hier als Thema ansprechbar. Und jetzt werden wir das, glaube ich, lösen, das Problem. Das, muss ich sagen, ist gameplay-technisch ein bisschen schlecht gemacht, weil wir wussten ja schon vorher, dass wir das jetzt erledigen müssen. Und das hätte schon vorher kommen müssen. Das heißt, in solchen Situationen muss man dann wirklich alle Gesprächsoptionen offenbar dann wählen, um zum Ziel zu kommen. Das ist nicht ganz so schön gemacht. Ich hoffe, das sind nur wenige Einzelfälle, wie das so läuft. So, jetzt gehe ich nochmal zurück zum Brunnen und versuche das auf diesem Weg, indem ich das jetzt markiere und den Brunnen markiere. Ha! Der Brunnen ist baufällig. Das ist jetzt sozusagen das nächste Thema. Das können wir ihm jetzt sagen. Ja, dann machen wir das doch, ne? Reicht das schon? Eine Sache? Der Brunnen sieht kaputt aus. Ja? Sehr gut, Jack. Den will der Graf mit Sicherheit repariert haben. Schau mal, ob du noch mehr Schäden findest. Okay, das kann noch weitergehen. Sehr schön. Gut, das heißt, wir kriegen das Thema wieder neu. Wir hatten oben ja... Ah, wartet mal. Hier die Mauern. Das sieht man ja jetzt schon. Ah, okay. Stein auf Stein und ein paar Lücken dazwischen. Ist das stabil? Natürlich nicht. Das werden wir uns nochmal genauer angucken. Der Wände sieht brüchig aus. Sehr gut, jetzt kommen wir der Sache näher. Da hinten ist eine brüchige Mauer. Wenn das wahr ist, dann hast du ein sehr scharfes Auge. Schau mal, ob du noch einen weiteren Schaden findest. Okay. Da fällt mir spontan oben die Zinne ein, die wir da gesehen haben, die hier so abgebröckelt ist. Ja, die ist tatsächlich jetzt auch auswählbar. Hervorragend, dann haben wir es. Die Befestigung fällt auseinander. So, sehr schön. Schnell wieder runter zu Tom. Und ihm davon berichten. Einige Zinnen sind platt. Das habe ich auch schon bemerkt. Das sollte fürs Erste genügen. Aber bleib wachsam. Gute Arbeit geleistet, mein Sohn. Und jetzt komm mit. Wollen wir doch mal sehen, ob's reicht. Mein Sohn, hat er gesagt. Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen. Ich hoffe nur, ihr rechnet nicht bald mit einem Angriff. Oho. Was soll das? Warum sagt ihr das? Eure Verteidigungsanlagen sind in schlechtem Zustand. Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus. Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für eine Brechstange. Hat der Feind erstmal ein, zwei Steine herausgelöst, fällt die Mauer schnell. Sonst noch was? Ja, die Burg hat ein Kellergewölbe mit einer Holztür. Wenn ich sie angreifen wollte, würde ich durch diese Tür brechen und ein Feuer im Lager legen. Und wenn ihr der Graf wärt, was würdet ihr dagegen tun?
Ich würde einen Haufen behauener Steine bereithalten und einen Vorrat an Sand und Kalk für den Mörtel. Und einen Steinmetz, der diesen Durchgang im Notfall zumauern könnte. Matthew, auf ein Wort. So, das sollte doch jetzt zum Erfolg führen, oder? So, wir können bleiben, fürs Erste. Juhu! Ihr könnt euch übrigens bei Jack bedanken. Er hat mir heute sehr geholfen. Was hat er denn getan? Das, was du eigentlich tun solltest. Er hat Augen und Ohren offen gehalten und mir damit geholfen, den Grafen zu überzeugen. Und jetzt packt eure Sachen und folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr ein Dach über den Kopf kriegt. Und so fand Tom Bilder schließlich Arbeit. Damals ahnten wir nicht, dass all dies nicht von Dauer sein würde. Okay. So, wir haben Bischof Waleran erfolgreich um Hilfe gebeten. Dein Strohritter, unser, hat Martha Mut gemacht. Wir haben Earls Castle erreicht. Wir haben nichts gegen Alfreds Hunger getan. Das wird er dir nachtragen. Du hast Sir Catface Vertrauen gewonnen und sein Geheimnis erfahren. Ja, du hast Aliena von Jacks Vater erzählt. Du hast eine Geflügelkeule für die Ritter gestohlen. Du hast William Hamlacks Brief an Lady Aliana gefunden. Und du hast Tom geholfen, Arbeit in Earls Castle zu finden. Das sind die Dinge, die wir erlebt haben. Wir akzeptieren und ja, wir sind mitten in der Folge und machen dementsprechend direkt weiter mit dem... Ich glaube, wir kommen jetzt ins vierte Kapitel, oder? Ja, Kapitel 4. Der Prior von Kingsbridge. Kingsbridge später am selben Tag. Gut, dass du deinen Bruder nach St. John geschickt hast, um deiner Gemeinde von der Nominierung zu berichten. Wenn du selbst gegangen wärst, hätten sie dich vielleicht nicht mehr fortgelassen. Es kann durchaus sein, dass ich nach der heutigen Wahl nach St. John zurückgehe. Warum so pessimistisch? Viele der Brüder wollen immer noch, dass Remigius Prior wird. Philipp. Ja? Es gab einen Vorfall mit einem unserer Novizen. Was für einen Vorfall? Remigius hat ihn mit dem Rohrstock gezüchtigt. Er hat den ganzen Leib geblutet. Er konnte kaum stehen. Aber er richtete sich auf und ging. Wir riefen seinen Namen. Er ging einfach weiter. Er hat sich nicht ein einziges Mal umgedreht und zurückgeschaut. Er ist fortgelaufen? Er ist nicht der Erste. Und es war auch nicht das erste Mal, dass Bruder Markus bestraft wurde. Bruder Markus? Ja, er hat meine Schlüssel gestohlen und Vorräte. Du hattest ihn doch Remigius gemeldet, nicht wahr? Ach Gottchen. Das stimmt. Aber er ist doch fast noch ein Kind. Remigius geht wirklich zu weit. Letztes Jahr hat er einen Novizen geschlagen. Der Arme ist seitdem auf einem Ohr taub. Sag mir, Philipp, was wirst du als erstes tun, wenn du gewählt bist? Puh. Wir müssen Selbstversorger werden. Ist das... Die Kathedrale instand setzen? Ein Skriptorium bauen? Also das ist das Einfachste. Sagen wir das mal. Wir schlagen einfach unsere Novizen nicht mehr. Wir dürfen unsere Novizen nicht schlagen. Du hast recht. Das dürfen wir nicht. Deus Caritas est. Ich erinnere mich an Worte, die in der Mühle ins Holz geritzt waren. Genau. Von einem Bruder Thomas. Er schrieb auch von Stockschlägen. Thomas? Ja, er ist auch davon gerannt. Vor über einem Jahr war das. Es war dieselbe Geschichte wie mit Bruder Markus. Remigius. Ja. Ich werde mit ihm darüber reden. Egal, ob ich zum Prior gewählt werde oder nicht.
Okay. Ihr könnt hier nicht herein. Was war das? Oh, was passiert da? Wer sind diese Leute? Hey! Geht beiseite! Beiseite, sagte ich! Was geht da draußen vor sich? Soldaten? Gibt es wieder einen Krieg? Diese Narren. Philipp! Es ist Francis. Sie haben Francis. Francis? Was geht hier vor? Bevor wir das gleich rauskriegen, noch ein kurzes Wort. Das finde ich allerdings cool, dass die Sachen, die wir, ich weiß gar nicht, im Kapitel 1 oder so entdeckt haben, dass die jetzt hier eine Rolle spielen, wie mit dieser Sache, die dort ins Holz geritzt war. Das hätten wir ja nicht finden müssen und dennoch ist es hier aufgetaucht. Das ist sehr schön. So, wie finden wir raus, was hier los ist? Hier sind Ritter, da sind Mönche. Sprechen wir erstmal mit den Mönchen. Sie haben Angst. Seit wann sind die Soldaten hier? Haben sie die Soldaten reingelassen? Fragen wir mal. Sie sagen, sie suchen nach jemandem. Sie haben einige unserer Brüder verhört. Ach Gottchen. Nicht, dass möglicherweise die Geschichte da... Da sind auch noch Mönche mit dem Brief. Selbst Andrew ist verängstigt. Mit wem redet er da? Das fragen wir mal. Philipp, ich fürchte, diese Soldaten suchen nach deinem Bruder. Er ist eben angekommen. Zwei von ihnen sind ihm in den Kreuzgang gefolgt. Nein, nein, nein! Ach du Schreck. Gut, vermutlich müssen wir jetzt helfen. Hin zum Kreuzgang, Leute. Wie ist dein Name? Es wäre leichter für uns alle, wenn du einfach mitkommen würdest. Was ist denn mit dem Kind? Ist das deins? Francis. Ob du willst oder nicht, du kommst jetzt mit uns. Wir haben nach dir gesucht. Ihr müsst euch irren. Wir haben eine Beschreibung. Wenn sie auf jemanden zutrifft, sollen wir ihn mitnehmen. Sie trifft auf dich zu, also nehmen wir dich mit. Walter, sieh ihn dir nur an. Er hält es wie ein Weib. Oh Mensch. Gibst du ihm auch die Brust? Möglicherweise spielt der Bischof doch irgendwie falsches Spiel. Nein, nein, nein. Was macht Jetzt Francis hier? Komm. Wer sind diese Männer? Wir greifen mal an. Nein. Was machst du hier? Und wer ist... Wer ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Im Wald. Hey! Hey! Wir haben ihn in St. John mit Ziegenmilch gefüttert. Das war die Idee von Johnny Eightpence. Er sagt, er vermisst dich. Er war immer sehr sentimental. Hey! Philipp, du darfst diesen Männern nicht meinen Namen sagen. Mein Herr, Robert von Gloucester, glaubt, ich sei in Winchester. Ich gab dem Bischof den Brief. Er sagte, er würde helfen. Gütiger Gott, ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich mit dem Brief... Was heißt das? Diese Männer gehören zum Bischof. Er ist hier, in Kingsbridge. Ach Gott. Der Bischof ist hier? Hey, ihr beiden! Ihr solltet zuhören, wenn man mit euch spricht. Wer seid ihr? Und was ist das für ein Kind? Ist es eures? Habt ihr zwar zusammen ein kleines Baby gemacht? Bei Gott, ihr seht so komisch aus. Kommt, lasst es mich auch mal halten. Ein Name. Oder beide Namen. Das Los, Kind steht unter meinem Schutz. Oh, auf einmal? Schön für dich, Mönch. Wie ist dein Name? Und tu nicht so, als könntest du nicht sprechen. Ich hab euch reden hören. Ich bin Philipp. Philipp von Gwyneth. Er ist es, den wir suchen. Nicht der andere. Mönche.
Die sehen alle gleich aus. Was? Wir werden gesucht? Ich hab dich gesucht. Bischof Walleran will dich sehen. Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Sagt es dem Bischof. Sie haben den Mönch gefunden. Der Bischof, sagt es dem Bischof. Geh weiter, Mönch. Wir haben alle ein Auge auf dich. Du bist hier sicher. Oha. Santa Maria, Master. Lass den Bischof nicht warten. Ecce venit cum nobibus et videbit eum omnis oculus et qui eum pupugerunt et plangensi super eum omnis tribus terrae etiam. Amen. In dem sind wir hier? Sag das dem Bischof. Santa Maria, Mater Dei. Ich hätte gedacht, Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus. Santa Maria, Mater Dei. Was geht hier vor, Philipp? Der Bischof weiß, dass er hier ist. Ich weiß es nicht. Ecce venit cum nobibus et videbit eum omnis oculus et qui eum pupugerum. Philipp. Der Bischof. Da seid ihr ja. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Philipp und ich kennen uns bereits. Ihr habt nach mir gesucht, Herr Bischof? Das stimmt. Remigius, Philipp wirkt bedrückt, nicht wahr? Ja, das tut er. Sagt mir, was liegt euch auf dem Herzen? Diese Männer, die nach mir suchten, wer waren sie? Und warum sind sie hier? Oh, die? Natürlich. Ich bin zu sehr an den Umgang mit Rittern und Adligen gewöhnt. Die Arbeit eines Bischofs. Der Grund, weshalb diese Männer dort draußen sind, ist euer Brief, Philipp. Wie zu vermuten, überzeugte er meine Verbündeten, bald gegen den Grafen von Shireng vorzugehen. Meine Verbündeten haben darauf bestanden, dass ihre Ritter mich begleiten und ihr Sohn, bevor sie dann bald gegen den Grafen zu Felde ziehen. Ich verstehe, Herr Bischof. Philipp, ich habe das Gefühl, dass da ein Sturm heraufzieht. Genau hier in Kingsbridge. Und im Auge des Sturms steht ein Mann. Ihr. Ja? Um euch herum geraten die Dinge in Bewegung. Nicht wahr, Remigius? Ja. Doch eine wichtige Sache habt ihr mir verschwiegen. Verschwiegen? Herr Bischof. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ihr zum Prior von Kingsbridge nominiert worden seid. Ich... Die Brüder hier werden heute ihren neuen Prior wählen, nicht wahr? Die Wahl wird in wenigen Stunden stattfinden, Herr Bischof. Wir brauchen einen starken Prior. James war mein Freund, aber ein starker Prior war er nicht. Wir sind uns in diesen Dingen einig, nicht wahr, Remigius? Natürlich, verehrter Herr Bischof. Der Herr Bischof und ich sind der Meinung, dass du diesen Rosenkranz haben sollst. Okay. Heißt das, die wollen ihn zum Prior machen? Das ist doch irgendwie alles ein komisches Spiel. Das war doch eben eine sehr bedrohliche Sache mit den Rittern. Und jetzt ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen? Wir untersuchen den erstmal. Also, er wurde von Subprior Remigius neben dem Fluss gefunden, nahe dem Ort, wo der ehemalige Prior von Kingsbridge ins Eis eingebrochen zu sein, vermutet wird. Oder ist das eine gewissermaßen eine Drohung? Bis zum heutigen Tag ist James' Grab nahe der Kathedrale leer. Der eiskalte Wasserstrom wird den Körper mitgerissen haben. Die Mönche glauben, dass James in den Morgenstunden des ersten Weihnachtstags auf das Eis gejagt worden war. Manche glauben, dass es der Teufel selbst war. Aber wer kann schon sagen, was passiert ist? Denn es war niemand vor Ort in dieser Nacht, bis auf Prior James. Philipp hat den Rosenkranz von Remigius und Bischof Walleran im Januar 1136 erhalten. Es war ein Zeichen des Wohlwollens und des Vertrauens am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Sehr gut.
Nun denn, worüber werdet ihr zu uns und unseren erlauchten Gästen reden? In eurer ersten Predigt als neuer Prior von Kingsbridge. Ich glaube, worüber ich reden würde, ist... Ich bitte um Vergebung, aber ich verstehe nicht ganz. Die meisten eurer Brüder sind mit mir in dieser Sache einig. Remigius hat mit ihnen geredet. Sie werden für euch stimmen. Und ich auch. Und ich werde dich unterstützen in meinem Amt als Subprior. Ein Amt, das ihr in der Vergangenheit wunderbar ausgefüllt habt, Remigius. Aha. Bischof. Philipp von Gwyneth. Ihr werdet der neue Prior von Kingsbridge sein. In Demut stehe ich vor euch. Demutsvoll angesichts eures Vertrauens und angesichts der großen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir müssen Kingsbridge wieder aufbauen, zu Ehren Gottes und um seiner Gnade willen. Die Verzweifelten und die Hoffnungslosen überall sollen unsere Glocken hören. Sie sollen die Türme unserer Kathedrale sehen. Unsere große Kirche wird ein Leuchtfeuer werden. Doch zuallererst werden wir selbst durch unsere Taten und unseren Glauben ein solches Licht sein. Ein Licht für die Verlorenen, die Verletzten und die Leidenden auf ihrem Weg zu Gott. Der Graf von Shivering ist nicht anwesend, wie es scheint. Nein, ist er nicht. Beschämend. Er bereitet wohl seinen Angriff auf Winchester vor. Ich hoffe, er weiß nicht, dass wir seine Pläne vereiteln wollen, Percy. Antworte dem Herrn Bischof, mein Gemahl. Nein, er ahnt überhaupt nichts. Kein bisschen. Meine Männer sind bereit. Unser Sohn auch. Exzellent. Exzellent. Was planen die da für ein Spielchen? Hier bist du. Ist alles in Ordnung? Hatte ich einen Vater? Ja. Jeder hat einen Vater. Er starb, bevor du geboren wurdest. Wie kann er mein Vater sein, wenn er starb, bevor ich geboren wurde? Kinder entstehen aus einem Samen. Der Same kommt aus dem Glied des Mannes und wird in die Spalte der Frau gepflanzt. Dann wächst er im Bauch der Frau zum Kind heran. Wenn das Kind fertig ist, kommt es heraus. Pflanzt Tom auch einen Samen in dich ein? Vielleicht. Dann wirst du wieder ein Kind bekommen? Ein Brüderchen für dich. Das wäre doch was Schönes, oder nicht? Das macht keinen Unterschied. Tom hat dich mir sowieso schon weggenommen. Niemand wird mich dir wegnehmen. Wie hieß mein Vater denn? Jack, wie du. Die Leute nannten ihn Jack Sherburg. Wenn er auch Jack hieß, dann können mich die Leute Jack Jackson nennen, oder? Das stimmt. Leider kann man sich nicht immer aussuchen, wie man genannt werden möchte. Was ist das? Jack, such die anderen. Versteckt euch und kommt nicht raus, bis ich es euch sage. Okay, Leute, das war das vierte Kapitel. Das ging jetzt relativ zügig und es endet mit dem Angriff auf den Grafen von Shiring. Der Bischof kommt ihm gewissermaßen zuvor und Philipp ist dafür verantwortlich eigentlich, weil er diesen Brief weitergeleitet hat und ihm damit die Handhabe vermutlich gegeben hat. Und das, was er eigentlich wollte, nämlich Krieg und Tod zu verhindern, hat er dadurch jetzt forciert. Gut, was haben wir getan? Wir wurden zum Prior von Kingsbridge ernannt. Walloran hat deiner Bitte Folge geleistet. Seine Verbündeten, die Hamleys, greifen Earls Castle an. Ja, war das wirklich unsere Bitte? Wir wissen es nicht. Der Dieb, den du verraten hast, Bruder Markus, ist aus der Priorei weggelaufen.
Das ist das Ergebnis. Ja, Kapitel 4 liegt hinter uns. Wir beginnen dann das nächste Mal mit dem Kapitel 5. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.